So, herzlich willkommen. Wir sind jetzt hier am Inratter Berg in Krefeld. Die zukünftige Strecke vom Home Trail Krefeld. Die Strecke wird ab Sommer 2019 offiziell eine Vereinsstrecke sein. Und ja, neben mir steht Jakob. Hallo. Instagram, Elch und so weiter. Ja, Elch4-Unterstrich. Genau. Und wir werden jetzt die Strecke einfach mal fahren. Welche Line fahren wir? Blau oder rot? Rot, oder? Rot, ne? Fahren wir rot. Okay, wir schauen einfach mal, was der Trail so bietet. Blau und Rot ist der Anfang gemeinsam. Jetzt trennen die sich. Hier wieder gemeinsam mit der Blauen. Und dann fahren wir hier ins rote Steinfeld. Und hier fahren wir es langsamer. Gucken, ob alles passt. Jetzt überfahren wir keinen und dann geht's weiter. Dorf oder? Ja, genau. Kleiner Hip-Jump. Und Fahrt in die rote Line mit der Jumpline. Nice! So, hier sind wir wieder. Sind einmal jetzt den Berg wieder hochgefahren. Jetzt fahren wir die blaue Linie. Es gibt auch noch eine schwarze, die wird aber noch fertiggestellt. Das heißt, jetzt fahren wir die blaue. Zwar zügig, man kann das Ganze auch im Schneckentempo fahren und alles ist überrollbar. Aber das seht ihr dann ja selber. So, zweite Runde. Blaue Linie. Gleicher Startpunkt, gleiche Schleife am Anfang. Wie gerade schon gesagt, kann man alles auch im Schneckentempo fahren. Hier rechts, dann braucht man den Drop nicht nehmen. So, und hier ist dann die erste Änderung. Hier biegen wir rechts, genau. Und dann kann man hier einfach so ganz entspannt locker flockig hier runterfahren. Das ist wieder der gemeinsame Teil mit der roten Linie. Mit dem Unterschied, dass wir jetzt hier rechts abbiegen. Ein sehr flowiges, natürliches Stück. Noch im Bau befinden, aber sehr schön zu fahren. Jawohl, parallel zum Weg. Kurz schauen, dass wir niemanden überfahren. Keine Fußgänger im Weg. Dann rollen wir langsam drüber. Und die Anlieger werden auch noch geändert. Ein bisschen treten berghoch. Zu den letzten Hügeln, die mal richtig Laune machen. Roadgap vorbei. Jetzt wieder auf der roten Linie. Die drücken wir weg. Und während er den roten Sprung nimmt, kann man hier auch die blaue Line drumherum fahren. Hier im Zielbereich wird sich noch einiges ändern. Links von uns wird dann der Weg zurück auf den Transferweg nach oben geben. Ja, das war die kleine Runde. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Runde.